Ein Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ja, ich habe jetzt im letzten Part, ja, muss erstmal durchatmen, bin gerade gerannt. So, ja, jetzt geht's mir gut. Nun ja, ich habe im letzten Part, ja, so kleinere Probleme gehabt wegen der Grafik. Keine Sorge, das ist behoben. Ich habe nämlich eine Sache ausgestellt, die viel gezogen hat und jetzt habe ich hier schöne 30 FPS. Ich finde das ziemlich cool. So, und dann greifen wir hier mal nach der Kante. Garten liegt Oder, hinter mir. ach nee, können da Betrete entlang. jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Es nach unten klettern. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood. Und Victoria, bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Okay. Agency. Zugang zum Anwesen verschaffen, stand da ja gerade. Q an Fenster vorbei bewegen. Super. Q an Fenster vorbei bewegen. W Kante. Super. Was? Sie machen Witze. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Ja, Doc, ich muss los. Die Pflicht ruft. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, wiederhören. Oh Mann. Den Tag kann mir keiner mehr verderben. Das Alle glaubst Zeugen, aber Sie auch nur sind du. jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Oh ja. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Werde ich. Hey, du weißt doch, dass wir in der Nähe des Hauses. So, die schnappen wir uns erstmal, Kollege. Und ich denke mal, der Typ, den wir hier gerade draußen haben, der wollte sagen, dass man hier nicht rauchen soll. Wahrscheinlich. So, und dann verkleiden wir uns mal als der. Und wenn wir das dann, glaube ich, noch einmal machen, kriegen wir auch einen Erfolg. Da stand In ja der Verkleidung Pantomime. als Ah, nee, Anwesenwache Verkleidung können Sie sich freigeschaltet. im Inneren des Anwesens frei bewegen. Chamäleon, doch, Denken genau. Sie 3 von daran, 4. dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Aber auch Also nur, wahren Sie wenn. besser Distanz. Gut, was ist das denn hier für eine Waffe? Nee, die möchte ich eigentlich nicht aufnehmen. Ich würde sagen, wir ignorieren den Typen da hinten. Der ist ja so froh, dass er keinen Prostatakrebs hat. Deswegen will ich ihn ja eigentlich jetzt nicht auf andere Weise ermorden müssen. Von daher genießt dein tolles Leben. Und ach, wie flüssig es jetzt läuft. Oh, ich bin so froh. Super. Oh, klasse. Gut. Ah, was liegt hier? Irgendwas Aufnehmbares? Es hat doch gerade so geblinkt, oder nicht? Ach nee, jetzt ist nur der Lichteffekt. Schade. Okay, aber auf jeden Fall geiles Anwesen, was die Tusse hat. Also, echt nicht schlecht. Super. Was gibt's hier? Ein Im Beweis. Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Okay. So, Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Werden wir machen. Sicherheitssystem deaktiviert. Klasse, so wünsche ich mir das. Und jetzt müssten wir hier durchkommen, oder? Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Schlüsselkarte Glück. beschaffen. Anwesen, Parterre. Gut. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie wir vorgehen. Ist auf jeden Fall was anderes als Dishonored, denn wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Stealth-Fähigkeiten oder dergleichen. Okay, dann schauen wir mal. Wo? Beeilen wir uns lieber. Der Boss wiederholt sich Da sind nicht gern. zwei Stück. Da hinten scheint unsere Zielperson am Duschen zu sein. Rrr, oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, ihr kennt mich ja. Oben sind auch noch welche. Wow, was zum. Okay, gut. Wir sollten natürlich gucken, dass wir immer unseren Instinkt bewahren. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Okay, gut. Da ist jetzt schon mal einer. Den knipsen wir erstmal aus. Für alle, die den Ablauf noch Ruhig nicht stellen. wissen. Ich werde alle sechs Ja, ruhig stellen. Komm schon, ruhig stellen. Oder müssen wir Q gedrückt halten? Was müssen wir? Ich drücke die ganze Zeit Q, aber der macht irgendwie nichts. Ach so, man muss das über einen längeren Zeitraum. Okay, B schleppen. Nur jetzt gibt's hier irgendwie gar nichts, wo wir den hintragen könnten. Ich lasse ihn einfach mal hier liegen. Oh, was ist denn das da? Okay, eine Büste. Die will ich aber eigentlich gar nicht in die Hand nehmen. Nee, ich will die Büste nicht in die Hand nehmen. So, nehmen wir wieder das Messer. Öffnen das mal. Und hier ist eine Badewanne. Schick, schick. Meine Güte, echt ein geiles Anwesen. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Das ist ja Knorke. So, was ist das hier? Eine Schlaftabletten? Was zum Teufel? Wofür brauchen wir Schlaftabletten? Naja, okay, soll mir recht sein.
So, öffne das Meer. Und ich liebe Spiele irgendwie jetzt schon. Ich weiß, das sage ich bei vielen Spielen, aber ist einfach geil. Jalousien öffnen. Ein Ablenkungsmanöver stört vielleicht ihre Patrouillenwege. Okay. Aber es ist auf jeden Fall geil, weil, keine Ahnung, ich finde es einfach so cool, auf verschiedene Weisen das zu machen. Und ich finde es aber so schade, die duschen nachher und dann müssen wir die töten. Und ihr kennt mich doch mit Frauen. Also das kann ich nie gut. Oh, diese Süße, ich steige am liebsten mit der in die Dusche. Also das würde ich am liebsten machen, so. Oh. Und danach bringe ich die um, mir egal, aber ich finde, also jetzt mal abgesehen, dass ich immer wieder so pervers bin, aber mal abgesehen davon, ich finde persönlich das richtig cool, diesen Trailer, den es dazu gibt, hier mit, da ist ja auch dann ein Lied von, ich weiß gar nicht, von wem das Lied ist, nicht mehr genau, Lana Del Rey kann ja sein, ja genau, ne, glaube ich, und da finde ich, ist das so geil gemacht, einfach, da gibt so eine Szene, da sieht man so ihre Lippen von ganz nah, wie das Wasser so drüber perlt, boah, das sieht einfach so geil aus, finde ich, persönlich, also... Ist nicht schlecht. Okay, aber wir konzentrieren uns mal lieber weiter aufs Spiel. So. Dann aktivieren wir mal die Jalousien, würde ich sagen. So. Hey, tolle Aussicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Wer ist denn das da unten? Ach, das ist noch gar nicht. Ich dachte, das wäre schon die Tusse gewesen, aber wow, was zum. Wer. Oh, ja, jetzt bewegen die Penner sich ja nach hier oben. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee, die ich hatte. Und die entdecken jetzt gleich die... Nein, das war jetzt gar nicht schlau, was ich gemacht habe. Ich glaube, das Messer... Das ist natürlich schlau jetzt von uns gewesen. Und wie können wir das abbrechen, das Werfen? Eine Leiche wurde gefunden. Jetzt alle Zeugen wurden beseitigt. Die restlichen Gegner wissen nichts von ihren Aktivitäten. So, den haben wir. Nicht Zieltodesfall, minus 312. Ja, super. Das ist natürlich schlau. Minus 250, klasse. So wollte ich das jetzt nicht wirklich haben. Aber was soll man machen? Ach, aber das war eh der Typ, den wir gebraucht haben. Schlüsselkarte nehmen. Und ich würde sagen, wir verkleiden uns als den. Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und Notebook. Die nächste Frage. Schauen wir mal. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis. Ja, das hatten wir jetzt schon. Punktezahl. Nicht Ziel, Todesfall minus 312. Ruhigstellung minus 25. Okay, Schwierigkeitsgrad normal. Herausforderung 0 von 12. Was sehe ich hier? Punktevergleich. Ach so, wahrscheinlich mit meinen Freunden, die ich habe. Ja, okay. Aber ich gehe da auf meine Spielweise vor. Okay. Ich will mich jetzt eigentlich als den verkleiden. Das wäre irgendwie ganz cool in diesem Outfit. So. Nee. Ach man, kann ich nicht als... Ich glaube, wir schleppen den jetzt einfach mal kurz beiseite und dann verkleide ich mich als der. Sonst klappt das hier irgendwie nicht. Ach, man kann sich nicht als der verkleiden. Ist ja scheiße. Na super. Okay, auf jeden Fall haben wir die Schlüsselkarte jetzt. Die müsste für hier oben passen. Oder? Jo, die passt. Perfekt. So. Zugang gefunden. Nee, Waffenhandling 1. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Jo, ich glaube immer noch, also ich habe schon so das Gefühl, da geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Aber nun ja, wir werden das dann alles noch erfahren. Und nun ja, die ist wahrscheinlich da drin. Ja, da ist er am Duschen. Warum müssen wir da rein? Ja, ich würde sagen, hier beenden wir das Let's Play. Also das war schön mit euch, die zwei Parts, aber ich will sie nicht töten. Ciao. Nee, Spaß. Ja, ich mache auf jeden Fall ein Screenshot von ihr. Einmal hier.
47? 47. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Rest in peace, Diana. Gut, schwere Entscheidung, schwere Belastung. Sie haben das Anwesen infiltriert und Diana Burnwood eliminiert. Gut, wie lange nehmen wir jetzt auf? ja, lang genug, würde ich sagen. Gut, halten Sie umschalten, um zu sprinten. Zu Victoria gelangen, ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Okay, so, wir haben sie auf jeden Fall eliminiert. Schade, aber ich habe einen schönen Screenshot von ihr. So wird sie immer in Erinnerung bleiben. Ich finde persönlich auch Screenshot immer gut, wenn man sie macht, weil, ja, so bleibt einem noch das Spiel in Erinnerung später, wenn man sagt, ah ja, die Stelle, die kenne ich noch und so. Das finde ich persönlich mal ganz cool. Und, nun ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt auch mal, Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Oh, Q. Drücken Sie Q, um Zielfeuer zu aktivieren. Was zum... Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren und arretieren Sie dann den Schuss. Um eine Markierung zu platzieren. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner. Ramirez ist am Boden! Wow. Ho, ho, ho. Das nenne ich mal präzise. Wenn das nicht mal geil war. So, Kollegen, ihr könnt auch direkt liegen bleiben. Euch werde ich jetzt nicht wegschleppen. Aber das war einfach mal geil. Schloss knacken. Okay, wie macht man das denn? Achso, das macht er automatisch. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Oh, die Victoria sieht auch nicht schlecht aus. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Yo. Trotz dessen, dass Diana das getan hat, will er das nicht tun. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft.
und da sieht man schon, die haben Dreck am Stecken. Waffenhandling 1 freigeschaltet, verringert den Rückschuss von Waffen. Nächste Stufe verkürzt die Nachladezeit von 47. Okay, mehr haben wir auch gar nicht freigeschaltet, sehe ich gerade. So, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part und dann sehen wir uns den nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao Leute.